Ein Quilt ist im Grunde ein Schlafsack, bei dem die Rückseite fehlt. Da wir aber auf der Unterseite unseres Schlafsacks drauf liegen und sie immer komprimiert wird, bietet sie sowieso keine Isolation und kann daher auch weggelassen werden. Ein Quilt hat außerdem keine Kapuze und meistens keinen Reißverschluss. Die Idee dahinter, alles Unnötige weglassen und dadurch das Packmaß verkleinern, das Gewicht verringern und auch den Preis reduzieren. Die meisten Quilts sind nach unten hin geschlossen, haben also eine geschlossene Fußbox und sind nach oben hin offen. Es gibt aber auch Quilts, die unten komplett geöffnet werden können und so zu einer Decke werden. Damit seitlich keine Kältebrücken entstehen und alles schön geschlossen bleibt, wird der Quilt mit Gummizügen und Bändern direkt an der Isomatte befestigt. Und das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Punkt bei einem guten Quilt, denn nur wenn die Seiten geschlossen bleiben, entstehen keine Kältebrücken. Bei den meisten Modellen kannst du die Gurtbänder direkt über die Isomatte stülpen und anschließend den Quilt daran befestigen. So bleibt er auf der Oberseite der Isomatte und wird mit Hilfe der Bänder so eingestellt, dass er sich leicht nach innen stülpt und komplett abdichtet. Bei anderen Quilts verläuft ein Gurtband unter der Isomatte durch. Dabei umhüllt der Quilt teilweise auch die Seiten der Isomatte und verhindert so mögliche Kältebrücken. Wie du siehst, liegst du mit dem Rücken direkt auf der Isomatte und der Quilt liegt wie eine Decke über dem Körper. Der ganz wichtige Unterschied zu einer Decke ist aber, dass der Quilt nicht einfach drüber liegt, sondern aufgrund der Bänder zusammengezogen wird und seitlich abdichtet. Bei allen Modellen kannst du das obere Ende am Hals meist mit einem Druckknopf verschließen und zusätzlich mit einem Gummizug zusammenziehen und so wieder alles komplett abdichten. Ein Quilt hat keine Kapuze und es ist also je nach Jahreszeit meistens eine warme Kopfbedeckung notwendig. Egal welches System verwendet wird, es schadet nicht, wenn du dich vor dem ersten Einsatz etwas damit vertraut machst. Was sind die Vorteile? Ein Quilt ist aufgrund der fehlenden Rückseite, Kapuze und Reißverschlüsse deutlich leichter als ein normaler Schlafsack. Wie viel leichter ist immer abhängig vom Modell, aber es lassen sich locker 300 bis 600 Gramm einsparen, was sehr viel ist. Dementsprechend ist natürlich auch das Packmaß um einiges kleiner. Das Packmaß wird häufig unterschätzt, deshalb hier ein paar Beispiele. Das ist ein Daunenschlafsack, das ist ein Daunenquilt. Das ist ein Kunstfaserschlafsack, das ist ein Kunstfaserquilt. Wie du siehst, kannst du mit einem Quilt viel Platz sparen und das Volumen deines Rucksacks dementsprechend reduzieren. Außerdem sind Quilts in der Regel auch günstiger als normale Schlafsäcke. Kleiner, leichter, günstiger, das sind einfach die Fakten und darüber lässt sich auch nicht wirklich streiten. Etwas anders sieht das beim Schlafkomfort aus. Hier scheiden sich die Geister etwas und manche finden den Schlafsack komfortabler, während andere den Quilt besser finden. Ich denke, es kommt stark darauf an, wie dein Schlafverhalten aussieht. Wenn du gut damit zurechtkommst, die ganze Nacht auf dem Rücken zu liegen und dich nicht viel zu bewegen, dann wirst du wahrscheinlich in einem Schlafsack wunderbar schlafen können. Ich persönlich liege nicht nur auf dem Rücken und drehe mich öfter mal hin und her. Und genau deshalb ist für mich ein Quilt viel angenehmer als ein Schlafsack. Im Quilt kannst du dich viel leichter drehen und wenden. Du hast mehr Platz und kannst auch mal die Beine anwinkeln und einfach die Position verändern. Ich drehe mich vor allem beim Einschlafen oft von links nach rechts und da kommt mir die Konstruktion eines Quilts natürlich stark entgegen. Auch Bauchschläfer werden mit einem Quilt wahrscheinlich besser zurechtkommen. Insgesamt ist ein Quilt nicht so beengend wie ein Schlafsack. Vor allem wenn du wie ich eine etwas breitere Matte hast, dann hast du mit dem Quilt deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Du kannst auch jederzeit mal ein Bein oder einen Arm aus dem Quilt rauslegen. Das ist in den warmen Sommermonaten ein Vorteil. Ein Schlafsack ist komplett geschlossen und du hast vor allem bei den leichteren Modellen nicht viel Bewegungsspielraum. Ein Schlafsack ist eher beengend, während ein Quilt meiner Meinung nach noch eher an das Schlafgefühl im eigenen Bett herankommt, obwohl realistisch gesehen natürlich nichts wirklich mit einem Bett mithalten kann. Auch für die Hängematte sind Quilts deutlich besser geeignet als normale Schlafsäcke. Ein Schlafsack kann dafür natürlich auch geöffnet und als Decke verwendet werden, aber der Schlafsack hat dann einfach viel überschüssiges Material, das dann eher störend als hilfreich ist. Was sind die Nachteile eines Quilts? Schwachstellen sind immer die Seiten. Wenn das System nicht richtig eingestellt ist, dann können dort einfach Kältebrücken entstehen. Auch eine gute Isomatte ist für einen Quilt essentiell. Das gilt natürlich auch für den Schlafsack, aber ich finde, bei einem Quilt, der eben keinen Rückenteil hat, ist das nochmal wichtiger. Wenn die Isomatte einen zu niedrigen R-Wert hat oder seitlich immer einknickt, dann kann das auch vermehrt zu Kältebrücken führen. Bei extrem kalten Temperaturen ist der Schlafsack immer noch das Maß aller Dinge, auch deshalb, weil die Kapuze nochmal etwas mehr Wärmeleistung bietet.
Außerdem kann alles, was du mit in den Schlafsack nimmst, um es warm zu halten, nicht seitlich herausfallen. Bei einem Quilt kann das Zeug natürlich herausfallen, aber wenn du es in die Fußbox legst, dann geht das natürlich auch. Einsatzgebiet. Quilts können grundsätzlich wie Schlafsäcke auch das ganze Jahr über verwendet werden. Willst du einen Quilt auch im Winter verwenden, dann geht das natürlich, aber dann solltest du mit dem System wirklich gut vertraut sein und etwas Erfahrung mitbringen. Auch bei extremen Temperaturen würde ich dann doch eher einen Schlafsack verwenden. Aber wer nicht gerade im tiefsten Winter oder auf irgendwelchen Polarkreisexpeditionen unterwegs ist, der kann den Quilt das ganze Jahr über verwenden. Wobei die ideale Zeit sicher von Frühjahr bis Herbst ist. Für wen ist ein Quilt geeignet? Aufgrund des geringen Gewichts und des kleinen Packmaßes ist er immer dann ideal, wenn du deine Ausrüstung selber bewegen musst. Zum Beispiel Trekking, Bikepacking oder einfach ein Overnighter, bei dem du leicht und kompakt unterwegs sein möchtest. Aber auch alle, die in einem Schlafsack nie wirklich gut schlafen, könnte ein Quilt eine bessere Option sein. Wie ich schon erwähnt habe, egal ob Schlafsack oder Quilt, eine gute Isomatte ist immer wichtig. Wenn du die absolut besten und ultraleichtesten Matten willst, dann findest du sie in diesem Video. Leichte Matten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis findest du hier. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.